willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land auf dem Weg nach Hause. Gerade noch ein bisschen Dünger beim Neumann eingekauft. Fast exakt 10.000 Liter. Upala. Der Vin Diesel ist bei mir an Feld und düngt. Genau. Ich hoffe mal, das hat zeitlich noch hingehauen. Für den Pflanzenschutz reicht es jetzt nicht mehr. Ja, ist halt so, ne? Kann nicht alles haben. Warte mal, was ist denn auf der 106 drauf? Gerste, oder? Dann könnte ich mir doch die Gerste... Achso, der Drescher ist... Ich weiß nicht, ob der Drescher schon wieder fertig ist, aber... Oder wie schnell ich einen Drescher nach unten krieg. Ich meine, wenn der gleich fertig ist mit Düngen, dass wir dann zum Neumann fahren, da einen Drescher abholen, dann können die ganze Geschichte hinhauen. Ich bräuchte halt wahrscheinlich noch mal ein Pachtfeld, damit ich genügend Geld habe, um mir ein weiteres Feld zu kaufen. Der ist am Düngen, der ist sehr gut. Vielleicht ist er gleich schon fertig, dann passt es zeitlich perfekt. So, warte mal, heute Abend wollte der auch noch die Geburtstagsfeier machen, ne? Ich glaube halt rein zeitlich würde es mir nicht reichen, das Feld zu beackern. Ach, da kommt er ja schon.
So, servus. Servus. Spring gerade rein, dann fahren wir rüber. Warte. Machst du die Runde umleuchten bitte noch aus? Ja. Vergessen, dass ich Jan habe. So. Ah, hier. Gerade mal überlegen, ob ich mir noch ein Feld pachten soll. Aber vielleicht eher die 102. Auf Mais. Ach, den Schlepper hast du denn als John Deere? Hä? 6250. Ja. Den habe ich mir auch heute bei Neumann bestellt. Ah, hast du dir ein Vergleichsangebot geholt vom anderen Händler? Ne, der ist ja noch gar nicht da. Doch, der Herr Warte. Krüger. Herr Krüger macht Vertretung. Oder ist da irgendwie Angestellter? Als ich da angerufen habe beim Händler, ging der dran. Warte, ich gehe mal eben an. Ich guck mal. Ja, wäre der Krüger. Ha. Weiß jetzt nicht, was ich mit den Feldern machen soll. Ich muss mal gerade mit dem Jürgen telefonieren. Ja, kein Problem. Warte noch mal. Ja. Hi. Ibims. Hi. Ibims, der andere an der Leitung. Du, wie viele Felder kann ich denn pachten? So viele, wie du willst. Okay. Also einmal alle pachten, tipptopp, nee. 5 Millionen bitte. Die 73 und die 74. Was das kosten würde. Was kosten 73, 74? Denn beim Schweinebauer? Moment kurz. Wir müssen mal kurz umsteigen in den Glas. Oh. Ja? Warum denn beim Schweinebauer? Weil nah. Aber das ist jetzt beim Schweinehof. Nee. Geht das gar nicht. Was? Ich glaube, mein Sitz beim Glas ist kaputt. Warte mal. Du, ist der. Geht es nicht? Mist. Dann müssen wir umkoppeln. Kannst du gerade beim Umkoppeln und beim Johnny Pflegebereifung drauf machen? Ja. Super, danke. So Jürgen. Ja, Moment. Feld. ...73 kostet... In der Pacht 16.900. Hm. 73 kostet 16.900.
Neun. Okay, was war das erste nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. 73, 16.900. Feld 74 kostet 58.000, ne, 59.000. Willst du mich jetzt veralbern? Das eine kostet 16 und das andere kostet 50? Ja, weil die verschiedene Hektarzahlen haben. Hä? Welches Feld hast du jetzt berechnet? 74 und 73? Oh, Entschuldigung, ich habe einen Rechenfehler drin. Ja. Wolltest du mich wieder abzocken hier? Eigentlich schon. Ja, aber mit mir nicht, Jung. Neunundzwanzigtausendfünfhundert. Beide zusammen. Nee. Feld 74. Plus natürlich noch die 2500, ne? Okay, berechnen wir mal die 102 und die 106. Geht der Drescher wieder? Ja, geht er wieder. Hast du den in Betrieb? Ja. Okay. Zwei Felder ernten. Ja, ich vielleicht auch gleich. Die 102 und die 106. Jo, mach mir ein kumuliertes Angebot und sag, ruf mich dann an. Mit den zwei. Jetzt Ja, nur. tutti kompletti, was die kosten. Gut. 102 und 106. Gut. Tschüss. Okay, ciao. Uff. Volker. Ja? Ich kann hier keine Pflegereifen drauf machen, weil mir leuchtet das Werkzeug nicht auf. Achso, Moment, mach ich selber. Das halt selber. Der hat schon 26 Stunden, ey. Oh, der hat gar keine Pflegebereifung. Ah, okay. Diesel, spring rein, ich fahr weiter. Ja, alles gut, ich In komme den eben. Johnny. Egal, dann machen wir halt die anderen zwei Felder extra. Auch nicht. Jetzt fängt das schon wieder an. Volker Varuna, hallo. Moin, Hi. Servus. Und? 40.600 beide zusammen. Moment. Ja, trag ein. Gut. Vierzig, sechs. Ja. Okay, überweise ich dir gleich. Ja, Moment. Hast du dich wieder verrechnet? Nein, nein, nein. Uff, man kann ja mal fragen, ne? Nee, das passt alles. Überweist du mir gerade 35.600? Warum? Ja, bitte. Und dann Warum? aufs. Ah, überweist mir einfach Ach so. 40.600. Mach Ja, einfach ich alles. bin gerade am Lenkrad. Ich kann jetzt hier nicht Ja. Ja, überweisen. ja. Überweis einfach gleich die 40.600, wenn du bist. Dankeschön. So. Tschüss. Tschüssi. Hi, Pimpern. Ja, der Bauplatz hier ist immer noch nicht bebaut. Bin mal gespannt, was sie da hinstellen. Ja. Jetzt fahre ich den Kollegen hier gerade mal zu seinem Traktor. Und dann muss ich zum Neumann und Drescher holen. Oder ich rufe den mal an. Hallo, hier ist der Neumann. Hi, Neumi. Hast du gerade einen Drescher frei?
Ja, habe ich. Okay, kann ich mir den ausborgen? Ja, kannst du. Was kostet das? Sechshundert mit Steuern. Dauert aber eine Weile, es sind drei Felder. Ja, dann schauen wir dann. Ich würde jetzt erstmal. Aber du sagst mir dann, was du kriegst. Ich würde. Ja. Ist der Tutti Completti oder braucht der Wartungsstau? Der ist, glaube ich, tutti completo. Okay, Warte, ich kann noch mal kurz gucken. das ist nett. Ja, der ist tutti completo. Okay, dann fahre ich da jetzt vorbei und hole den ab. Jo. Schneidwerk auch da, oder? Ja, das ist direkt angekoppelt. Einfach losfahren. Okay, wenn ich überhaupt hinkomme. Gut, bis dann mal. Bis Tschüss. dann. Tschüss. So, da sind wir. Ja. So, ich habe jetzt auch gerade mit dem Händler telefoniert, der macht mir auch ein Angebot fertig. Ja, das ist gut. Also, bis dann mal. Ja. Du düngst jetzt bei mir noch, oder? Bin schon fertig. Achso, ja, stimmt. Willst du noch was düngen? Oder was sagt denn die Ich. Uhr? Ja, Die 102 müsste noch. Ich guck mal, wie weit bei mir mein Feld ist. Ja, das bräuchte, glaube ich, auch mal ein Dünger. Das ist schon erntereif. Ja, dann spute dich mal schnell. Ja, und ich habe keinen Drescher. Scheiße. Ja, das ist sowieso zu spät. Ja, ich habe ja einen jetzt in der Bestellung gegeben. Ich fahre jetzt zum Neumann und hole einen Drescher. Vielleicht komme ich damit erstmal zu deinem Feld. Okay. Tschö. Jo. So, liebe Leute, wir geben mal ein bisschen Gas. Ich hoffe, dass es zeitlich hinhaut. Dass wir dem Kollegen da noch ein bisschen die Ernte versüßen können, aber ich räume ihm eigentlich schlechte Chancen ein. Und dann schauen wir mal weiter. Meine Felder zwar erstmal zurückgestellt, aber das passt schon. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.